Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Stadtbauen in Minecraft Mine Colonies Jo Projekt Part. Und wir sind hier ja im Livestream ein bisschen am Survivalen gewesen, weit weg, damit wir auch ein paar Köpfe bekommen. Wir suchen gerade einen Kopf, aber das erste Tier hat nicht den Kopf gebracht. Und hier haben noch ein paar andere Sachen. So, und dann gehen wir gleich zurück in die Stadt. Dort wird nämlich fleißig gebaut am ersten Gebäude. Natürlich noch nicht so viel los. Ich lasse mal diese Hühner hier. Nehme noch ein paar andere Sachen mit. Schau mal kurz, ist eben noch kein Kopf. Ja, ich möchte natürlich auch den Monster. Hallo Monsters. Schafe. Rübenpflanzen nehme ich auch mit. Zwiebel auch. Sehr gut. Aber eigentlich will ich einen Kopf haben kurz. Weil die doch ein bisschen schwer sind. Dort unten sind Monster, die sind unterirdisch. Jetzt gerade sind nur unterirdisch Monster, komisch. Da sind Monster, okay. Was ist das hier? Eine Ananas. Geil. Also Zombie. Gib mir Güte. Ein Kopf. Nö, du nicht. Uah. So, immer noch keinen. Das Skelett aber. Okay, das wird ein bisschen schwierig so. Nämlich kein Schild mitgenommen. Reaper. Okay, wir schaffen es heute leider nicht. Boah, der Zombie kommt einfach gegen mich. Das Zombie-Huhn. Okay, wenn er kurz ist. Irgendwie ist der Pfeil gerade abgeprallt. Komischerweise. Okay, wir müssen kurz zurück. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Wir können leider nicht so viel Herzen auffrischen. Ah, da kommt nochmal so ein Zombie. Okay, ein bisschen Herzen haben wir, deshalb kurz mal den Zombie-Kill noch. Ja, gut. Also, wenn du nicht willst. Nice. Wow. Meine Güte. Also wenn kein Kopf spawnt, dann machen wir gleich mal weiter. Nein, ist schon wieder ein Creeper, ey Gott. Nervt jetzt gerade das sehr. Ja, es sind zu viele Creeper hier. Und wir haben immer noch kein Bett. Da haben wir ein Bett in der Truhe. Ja, genau. Also. Creeper sind im Wasser auch kein Problem. Gut. Schlafen wir kurz. So. Also, der Kopfmod ist leider nicht so gut wie auf dem Server oder so. Da müssen wir halt jetzt einfach ein bisschen improvisieren. Ja, wurden getroffen, aber egal. So, jetzt haben wir so viel Loot hier. Wir machen einfach hier im Livestream weiter und machen in den Projekten das mit den Köpfen nicht mehr. Jetzt müssen wir da uns ewig Ding. Jo. So, ich muss alles noch resetten. Und genau, wir machen eben im Kreativmodus die Stadt, weil das ewig, ewig dauert. Und schauen jetzt kurz ein bisschen zu. Der, genau. So. Der Bauarbeiter, der macht jetzt gerade seine Bauhütte hier. Genau. Der hat jetzt hier während des Livestreams ja zwei Fichtenstämme platziert und einen Cobblestone.
Und die anderen sind hier unterwegs. Hier haben wir die Köpfe. Klar. Zwei Parts, zwei Köpfe. Der dritte Part hat keinen Kopf mehr. Müssen wir also in einem Livestream dann wieder weiter. Wir können ja einen Drago Baslers Kopf hinstellen, stimmt. Dann haben wir einen Kopf, diesen Part. So. Aber weil wir das verdoppeln. Weg. So, genau. Gucken wir also weiter. Das mit dem Schiff oder mit dem Lager, das ist irgendwie verbuggt, habe ich das Gefühl. Ah, schön. Sieht ein bisschen aus wie eine Bauhütte schon. Mit dem Lager. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist Inka. Also es ist eine besondere, jo, Stadt. Die hat wahrscheinlich noch niemand in einem Let's Play oder Livestream gemacht. Keine Ahnung. Aber ja, mein Ziel ist es eben mit Kreativmodus, wo es schneller geht, da die Städte ein bisschen zu zeigen, wie sie gebaut werden. Und es natürlich immer verschönern. So gut wie möglich ist es verschönern. Und ja, da brauche ich natürlich gerne ein bisschen Hilfe, was ihr noch Lust habt zu zeigen. Es gibt mega viele Blöcke und so Sachen. Also, jo, da haben wir richtig viel Auswahl. Was würdet ihr denn schön finden? Auf jeden Fall müssen wir noch eine Farbe der Stadt geben. Eine Farbe, die sich abhebt vom Schnee natürlich. Und jo. Bin mal gespannt, was es denn für eine Farbe wird. Kommt drauf an, eventuell etwas, was zu den Lama passt. Die ich da noch ein bisschen hin ansiedle. Passt ja zu den Inkas. Ich weiß nicht, hatten die schon Lamas? Also, die waren wahrscheinlich früher als die Menschen dort. Also hatten sie. Aber man weiß es nicht so. Würde jetzt mal zu Orange tendieren. Oder zu Gelb. Rot möchte ich noch nicht nehmen. Etwas ergiebig. So, also, wir haben das erste Haus. Gut, jetzt müssen wir das Rathaus noch bauen lassen. Also müssen wir mal kurz schauen, was wir für Rohstoffe brauchen. Hier. Okay, wir haben Gelb ausgewählt, weiß, Orange wahrscheinlich nicht gibt. Ja, nehmen wir einfach mal Gelb. Stadtkarte. Was ist das mit hier? Noch eine Kolonie. Wohnungen und so viel. Jo. Hier haben wir aber nicht das Haus. Also das Rathaus wird hier nicht irgendwie Option. Steinmauer. Ja, Gebäude errichten. Und Gebäude Rathaus. Jetzt sehe ich halt nicht mehr, was er braucht, aber ja, wir geben es ihm einfach dann sofort. Genau. Also bau mal mit dem, was du hast. Na hallo, hast du schon von der Werkstoffliste gehört? Das ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem man effiziente Ressourcen erfinden kann. Ich brauche dringend eine, aber ich habe keine Zeit, sie selbst zu beschaffen. Wärst du bereit, mir eine zu bringen? Sicher, ich kann versuchen, eine für dich zu finden. Also eine Werkstoffliste kann ich auch, glaube ich, entschieden. Okay, Struktureis, Werkstoffliste, Klemmbrett, hier. Also, dann nimm doch die. So. Scheinbar hat er jetzt die. Ja. Gut, also dann bauen wir mal erstmal Blöcke ab. Von Bäumen, genau. Was ist das Fragezeichen? Ah, vielen Dank, dass du mir die Werkstoffliste gebracht hast. Du musst nur mit deinem gedrückten Shift-Taste und rechte Maus auf den Hüttenblock klicken, um es zu aktivieren. Sie wird dir helfen, schneller und effizienter Ressourcen zu sammeln. Ich hoffe, du findest sie genauso nützlich wie ich. Auf den Hüttenblock. Okay. Hüttenblock. Aha, die Liste habe ich jetzt wieder. Hütten.
Hütte. Also wenn ich jetzt das hier beim Rathaus Shift rechts klicke. Wo ist der? Hier. Okay. Kann ich verknüpft werden? Wieso? Muss ich doch einen anderen Block haben? Okay. Schade. Jo. Also dann helfen wir ihm auch wieder ein bisschen, dass es schneller geht. So. Die Vögel, die reißen irgendwie mit mir mit. Das ist irgendwie noch cool, dass die ein bisschen bei mir sein wollen. Ja, du brauchst zu lange mit diesem ganz langsamen Seitwärtszeugs graben oder abbauen. So. Wir wollen ja auch vorwärts kommen, mein Arbeiter. So. Noch ein paar. Zu tun da oben. So, hier den auch noch. Und wo bist du dran? Bist du hier irgendwo? Wo bist du jetzt? Das wird aber nichts, wenn du so langsam machst hier. Das sind wir tausendmal schneller als du. Dumme KI. Ja, und ja, wir wollen ja auch Rollenspiel machen. Wir müssen vorwärts kommen. Wir können jetzt noch nicht so fest Rollenspiel machen. Gut, dass du schläfst. Also es ist auch gut, wenn wir ihn ein bisschen leveln lassen noch, aber die Bäume, die muss er nicht machen. Das ist jetzt umständlich für ihn. Haben wir schnell gemacht im Kreativmodus. So. Wenn das jetzt im Survival-Modus wäre, ich würde wahrscheinlich ziemlich gelangweilt. Naja. Schau, ihm geht's irgendwie gut. Mir aber nicht. Ich muss zu viel machen. Naja, auch im Kreativ muss man halt ein bisschen etwas machen. Dafür hat man nicht dein Geschäft. So. Kann ich jetzt noch ziehen hier? So. Gut. Dann baust du hier halt noch ein bisschen ab. Genau, diese Tanne, die gehört nur dir. Die kannst du jetzt noch machen. So. Hier kannst du noch ein paar Tannen machen. Jetzt will ich mal kurz schauen. Okay. Ziemlich geil. Die Sachen braucht er scheinbar nicht. Also, was könnten wir ihm geben? Also, Fichtenstamm sicher mal. Fichtenholz. Nehmen wir weg. Türen können wir ihm schon mal geben. Und die sicher auch. Dann ein bisschen Stein. Stein ist weiter unten wahrscheinlich, ja. So. Mehr, ja, gebe ich jetzt mal nicht, weil sonst meckert wieder rum. Ich soll mit dem auch klarkommen und machen. Wo ist jetzt hin wieder? Ist er hier dabei? Ah, es ist wieder Nacht, okay. Es ist halt wieder Nacht, man sieht es halt kaum bei der Mod irgendwie. Ja, ganz
helle Schatten hat. Komm noch nicht so draus, wieso es das ist, aber eigentlich möchte ich schon Dunkelheit sehen. So, also. Dann mach mal vorwärts. So viel Krümpel. Gut, da ist er. Keine Ahnung, er macht das hier weiter. Er macht immer so Linien, bis er ganz drüben ist. Ja gut, wenn er jetzt schon hier fertig ist mit dem Baum, kann ich den entfernen. So. Hier, ja, mache ich einfach ein bisschen weg. Das sieht ziemlich gut aus. So. Bald haben wir eine schöne Stadt. So, Himbeer, Brombeer, Himbeer. Schön. Schön dekomäßig. Okay, jetzt ist er gerade hier und hat ein Problem. Lust euch nicht schäfen. Eine Schaufel, aber aus Stein, die ist haltbarer. So, alles noch anderen Sachen. Und teleportiert ihn nicht, ey. Ich hab's gesehen. So. Und die anderen Sachen brauchst du nicht. So. Ja, wie lange geht's, bis die Bauhütte wieder ausgebaut werden bekommt? Das ging ja bei der anderen Stadt im vorherigen Projekt ein bisschen länger, weil da Rohstoffe gefehlt haben. Du hast auch viele Sachen angesammelt. Du hast dich auch wieder ein paar Sachen angesammelt. Ich will mich schon bei den Eisbergen ein Haus zu bauen. Nicht gerade in die Eisberge oder so, aber ja, ich weiß nicht, wie groß die Stadt maximum sein kann. Das Spiel das noch erkennt. Ihr sammelt aber hier irgendwie nichts ein, oder? Hier gibt es noch Gegenstände, hier müsst ihr alles einsammeln. Also diesen Baum hier auch noch. So. Genau, mach jetzt mal hier einen weiteren Baum. Ja, die zwei werden hier noch weg. Sind einfach zu nah am Grundstück. So. Also gut. Oh, bist du schnell? Hast du irgendwie Fortschritte gemacht? Anpassungsfähigkeit ist auf 5, glaube ich. Das war, glaube ich, auf 4. Arbeite. Glücklichkeit 2. Hunger. Boah, hast du schon wieder viele Sachen hier. Und jetzt? Machst du wieder hier weiter. Also den Baum hier. Der muss weg. Komm, Baum weiter. Ja, ja. Brauch nicht so lang. Das ist halt ein großes Grundstück, das dauert leider ein bisschen länger. Ja, Schnee muss jetzt aber wirklich abklopfen. Will ihn einfach ein bisschen leveln lassen noch, weil der levelt relativ schnell. Wenn er halt auch etwas macht. Ein paar Sachen abbaut. Aber man sieht es leider nicht. Es ist noch nicht so fortgeschritten, dass man irgendwie einen Balken sieht. Ich muss mir einfach das ein bisschen auch merken können. Ja, wir werden es ja dann sehen und sonst könnt ihr euch das merken. Das könnt ihr dann immer im Video sehen. Ah, es war so und dann war es so. Geil. ja. Ein bisschen.
Ich ein bisschen vorbereiten mit weiterreden. Sonst habe ich nur ganz trockener Mund. Ist wieder sehr, sehr kalt. Also nicht kalt, aber sehr, sehr nass. Ist nicht gerade optimal für mich. Zum viel reden. Manchmal so richtig nervig aussehen, wenn alles zusammen ist. Wie? Verhängend. Ja, das ist scheinbar ein Bug, oder? Dass oben auch noch platziert wird. I'll take care of it. Ja. Mach weiter. Ich will nur mit dir kurz reden. Um zu schauen, ob du schon gelevelt hast. Aha. Gut, schneit es momentan nicht, sonst hätte er die ganze Zeit den Schnee zum Wegschieben. Schippen. Ja, hier aber leider. Wir könnten noch etwas anders machen. Und ich werde einfach abwarten, bis er das Haus baut. Und sehen wir das im nächsten Part. Und es wird wahrscheinlich noch lange dauern, wenn er hier jeden Schneeblock abbauen muss. Das hätten sie eigentlich nicht machen müssen, dass das einfach gesehen wird als nicht ein Block oder so. Und drauf geklatscht wird, einfach die. Also drüber geklatscht wird. Okay, wir haben ja sowieso noch 9 Minuten. Ich möchte einfach kurz ein bisschen das Gebiet kunden, schon auf die Schnelle. Weil zum Beispiel hier hätte man auch noch, könnte man auch noch ein Dorf bauen, weil so diese Icebikes halt schon ziemlich geil aussehen. Was ist denn da? Oh, das ist ein Stollen, hä? Ein Eisstollen, wie geil. So geil. Sodele. Okay, hier haben wir überall auch noch Schnee. Was ist das hier? Lager 1, das ist das mit dem Livestream-Lager, genau. Ist auch nochmal so ein Turm. Ein Schneepillager-Turm. Ein Dorf. Schön, schön, schön. Es ist sehr viel Schnee. Also es ist ein bisschen zu viel Schneebiome. Okay, Kekfe. Kekfe. Schneemänner. Geil. Und dieser Berg hier, oh. Ich weiß nicht, wie viele Städte man machen könnte hier überall. Das wird ja episch aussehen. Mit der Zeit. Ja, hier ist mal nicht Schnee. Hier sind aber auch Azaleebäume, also Lush Caves. Okay. Sehr viele Schneeberge. Viele, viele, viele Schneeberge. Jo, das so eine Schneebergstadt nebendran, das wäre so cool. Aber wir haben leider gar keine Schneezivilisation, glaube ich. So Inka passt einfach am besten zu Schnee. Aber wir werden ein bisschen abwechseln, also wir werden hier noch ein Spruce Medieval, also Mittelalter, Fichten. Zivilisation machen und ja, was machst du hier so weit weg? Okay. Mal gucken, also wir werden einfach das, was uns am meisten Spaß macht, natürlich auch machen. Ihr dürft gerne die ganze Zeit Kommentare schreiben und sagen das und das und das. Fine afternoon, isn't it? So. Jetzt ist er gerade faulenzen. Wieso hast du die Werkzeuge jetzt hier reingetan? Oh nein, das sind andere Werkzeuge. Also muss ich weiterarbeiten, komm. Hast du irgendwie ein Problem? Wo liegt dein Problem? Ich muss einfach wahrscheinlich wieder hier
hingehen, klicken. So, ein Lagerfeuer auf jeden Fall. Nehmen wir mal ein paar. Und ja, wahrscheinlich Crafting Table und so. Ja, auch ein paar. Einen Ofen vielleicht noch. Oh, das will ich nicht. Öfen. Und wahrscheinlich noch Betten. Da natürlich in der Reichsfarbe. So, nehmen wir mal zwei einfach. Gut. Dann als nächstes kurz schlafen wieder. Jo. Also weiterarbeiten. Ja, man hat wirklich kein Menü. What's it today, then? Hier ist so ein Log. Wo ist das jetzt gewesen? Das hier. Ja, es sind einfach die zwei. Ja, die vier gespawnt, genau. Und Bauarbeit, Kinder 0, Arbeitslos 3. Seit gestern. Gut. Jo. Also, wo ist er jetzt wieder? Mach doch was. Irgendwas hat er jetzt gerade nicht. Aber was? Weiter arbeiten. Nochmals. Also was hätten wir noch? Bruchsteinmauer, Stein, Steinstufe, Kies, Erde, grobe Erde, Fackel, Steinsiegel. Er muss jetzt aber hier anfangen. Naja, jetzt ist er gegangen. Also, Stein. Steintreppe. Bruchsteinmauer. Grobe Erde. Erde. So, und ist hat einfach nicht Platz. Der muss zuerst mal die anderen Sachen bauen. Also jetzt muss er irgendwo hier sein. Der falsche. Ja, du hast begonnen, aber du bist jetzt gerade nicht hier. Wo bist du denn? Bist du doch wieder in die Hütte rein? Also an irgendwas liegt, dass er gerade nichts macht. Great to see you. If you say so. If you okay. Say so. Arbeitet. Arbeite durch. Wie bist du da? Also jetzt wäre es einfach mal die Bäume weg. So. Und vielleicht noch den Schnee kurz ein bisschen weg. Wenn es nicht so lange dauert. Gelbe Vogel. Jetzt braucht er da Ewigkeiten. Ah, jetzt beginnt er wieder. Vielleicht hat es irgendwie Probleme mit dem Baum gegeben. Ja, das werde ich dann nachher machen. Gut, ja, dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.